Okay, also in der Aufgabe 33 haben wir dann eine Spannungsquelle, die diese Schaltung speist und dann kommt. Ah, es ist tatsächlich eine Stromquelle, da ist schon der erste Fehler. Habe ich jetzt nicht hingeschaut. So, und deswegen macht das auch Sinn, dass der erste Widerstand so rum aussieht, richtig? So, und dann ist das so ein Leiter- oder Treppennetzwerk, so würde man das vielleicht nennen. Und das hat hier immer wieder die gleiche Struktur. Also eine Stufe, eine zweite Stufe, eine dritte Stufe. Und dann gibt es noch eine vierte Stufe. Naja, und dann gibt es noch einen Widerstand, der hinten so dranhängt, einzeln, richtig? Genau. So, warum würde jetzt diese Aufgabe schon mal nicht so viel Sinn haben, wenn das da vorne eine Spannungsquelle wäre? Also die Aufgabe oder die Schaltung hätte dann schon Sinn, aber was würde sich jetzt hier rein prinzipiell ändern, wenn man hier eine Spannungsquelle hinbaut? Genau, also dann würde die Spannung. Quelle die Spannung über diesen Widerstand hier festhalten und dieser Widerstand hätte keinen Einfluss auf den Rest der Schaltung. Also wenn man dann diesen Widerstand kleiner oder größer macht, ändert das den Strom, der durch diesen Widerstand fließen würde, aber das hätte sozusagen dann keinen weiteren Einfluss auf den Rest der Schaltung. Wenn das jetzt hier vorne eine Stromquelle ist, dann hat das schon einen Einfluss, weil die Stromquelle schiebt ja hier einen festen Strom rein in die Schaltung. Jetzt mache ich den Widerstand größer oder kleiner, dann kommt natürlich fließt hier mehr oder weniger Strom und damit da drüben weniger oder mehr Strom in dem Rest der Schaltung. So, jetzt sind die Widerstände mit Sicherheit auch irgendwie nummeriert. Genau, einfach von links nach rechts 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Also das ist R1, das ist, schreibe ich mal hier drunter, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8 und der letzte ist dann dementsprechend R9. So, und die haben bestimmt auch Werte. Das sind 32 Ampere, die nenne ich mal am besten IQ, sind 32 Ampere. Also alle die Ungeraden. Also genau die Ungeraden haben 4 Ohm. Halt, welcher nicht? Nee, die R9, die ist auch ungerade, aber die Ja, R6. genau, R9 nicht, ja. Also die, deswegen sage ich ja, die irgendwie in den Stufen drin vorkommen. So, der R9 hat auch 2 Ohm und die oben haben auch alle 2 Ohm. Okay. So, jetzt kann man sich natürlich fragen, wo hat eine solche Schaltung irgendeine praktische Bewandtnis? Nee, nicht so wirklich. Als eher so ein akademisches Beispiel. Also, wo man solche Schaltungen so in dieser Art mit, da ist immer ein Querelement und ein Längselement, ja, oder irgendwas, was praktisch irgendwie so parallel und in Reihe geschaltet ist und parallel und in Reihe, hat man schon, wenn man Leitungen modelliert. Also wenn ich jetzt ein Stück Leitung nehme, ja, ich habe ja hier immer zum Glück meine Demonstrationsleitung von dem Polylux. Also, ja, und das passt hier im Prinzip ganz gut, weil die hat auch zwei Anschlüsse hier. Eigentlich hat die noch einen dritten, weil die hat ja noch ein PE. Ja, aber wenn ich jetzt nur diese zwei Anschlüsse hätte, dann habe ich sozusagen die beiden Anschlüsse von dem Kabel. Und dann hat so ein Stückchen Kabel immer. Passt auch gut gerade zum Thema der Vorlesung angeblich, ne? Hat so ein Stückchen Kabel immer ein bisschen Kapazität zwischen den Leitern. Also die Elemente bei einem Kabel, bei einer Leitung wären alles Kapazitäten. Ja, also da ist nicht wirklich ein Kondensator drin in dem Kabel, aber man kann sich vorstellen, zwischen den beiden Leitern, ne, ist das wie so ein ganz kleiner Plattenkondensator. Das sind auch nur ein paar, keine Ahnung, Femtofarad oder sowas. Aber gut, pro Meter, dann kann das auch schon ein bisschen was sein. Und jedes Stückchen Leitung hat immer eine Längsinduktivität. Also das hier wären kleine Induktivitäten. Und dann kann man mit solchen Schaltungen tatsächlich in der Praxis ganz gut Leitungen modellieren. So Signalausbreitung entlang von Leitungen.
Wenn das, also nur bei hohen Frequenzen ist das interessant oder bei schnellen Signalen, wenn ich jetzt schnelle Digitalschaltung habe auf einem Computer, Taktsignale, die hin und her laufen, dann ist das schon nicht ganz uninteressant, Leitungen zu modulieren, und dann, da hat man mal Schaltungen, die tatsächlich so aussehen. Und dann muss so ein Leitungssegment immer kleiner sein als die Wellenlänge, ja, und dann kann man sich überlegen, wenn man jetzt irgendwie eine Schaltung hat, die wie so Computer im Gigahertz-Bereich funktionieren. Bei einem Gigahertz hat man 30 cm Wellenlänge, auf einer Leitung noch ein bisschen weniger, weil da noch eben Permittivität und so ist. Und dann darf so ein Segment, das muss deutlich, deutlich kleiner sein als die Wellenlänge. Also sagen wir mal ein Zehntel oder vielleicht besser ein Zwanzigstel, ein Hundertstel. Na, dann kann man sich überlegen, dass ich dann alle 1-2 cm Leitung sozusagen so ein Ersatzschaltbild brauche. Ja, und dann werden die eben auch sehr schnell sehr lang. Da kommt man mal schnell auf so ein paar 100 Segmente, die da hintereinander sind. So, also das vielleicht so zum vagen praktischen Hintergrund dieser Schaltung hier. So, und was wollen wir jetzt laut Aufgabenstellung, was sollen wir laut Aufgabenstellung ausrechnen? Den Spannungsabfall über R9. Den Spannungsabfall hier hinten. Ja, und das wäre jetzt so ein bisschen zurück auf dieses Leitungsbeispiel. Ich habe eine Leitung auf dem Mainboard, hier vorne ist meine CPU angeschlossen, die macht irgendwie einen Takt oder die gibt irgendwie ein Datensignal, und das hinten ist jetzt mein RAM und da soll das Signal eben hin. Ja, und wie kommt das da an? Das wäre so ein Übertragungsbeispiel, wenn das jetzt eine Leitung wäre. Und am Ende würde man das, naja, tatsächlich so ähnlich ausrechnen, bloß dass das eben Kapazitäten und Induktivitäten wären und dann zumindest im Frequenzbereich, was wir so im zweiten Semester machen, ist das schon so eine ähnliche Rechnung. So, und wahrscheinlich sagt die Aufgabe jetzt, man soll das einmal mit Spannungsteilerregeln machen und einmal mit Stromteilerregeln machen? Oder man soll das... Ist nur die Regel von der Stromteilerregel. Ist nur die Regel von der Stromteilerregel, okay. Weil das bietet sich vielleicht an, weil hier eine Stromquelle natürlich gegeben ist. So, also die Spannung hier hinten, U9, die ist gesucht. So, und wie könnten wir diese Spannung U9 erstmal auf den Strom zurückführen? Genau, also wenn wir hier hinten den Strom mal als I9 hinschreiben und bezeichnen, oder vielleicht ist es schlau, den I89 zu nennen, weil das der Strom ist, der ja durch diese beiden Widerstände durchfließt, und wir hätten diesen Strom und wir wissen ja auch, wie groß dieser Widerstand ist, dann können wir natürlich diese Spannung ausrechnen. So, okay. Also um die Spannung zu berechnen, brauchen wir den Strom. Jetzt ist natürlich die Frage, wie können wir den Strom, den Teilstrom hier hinten in der Schaltung aus dem Strom hier vorn irgendwie so stückchenweise ausrechnen? Ja, also mit ganz vielen Stromteilerregeln nacheinander. Ja, so. Und ja, ich würde jetzt tatsächlich nochmal wieder das machen, was ich, glaube ich, am Montag auch schon mal gemacht habe. Ich würde die Schaltung mal so umzeichnen, dass man besser sieht, weil letztendlich eine Spannungsteilerregel, eine Stromteilerregel kann jeder anwenden. Die Schwierigkeit ist ja immer zu erkennen, welcher Widerstand ist zu wem in Reihe, welcher Widerstand ist zu wem parallel. So, und das mit ein bisschen scharfen draufschauen und sozusagen dem elektrotechnischen, ingenieurwissenschaftlichen Blick sieht man das hier auch ganz gut. Man sieht es vielleicht noch besser, wenn man die Schaltung jetzt mal umzeichnet. So, und das mache ich mal. Ich mache das mal hier drüben und male mal die Stromquelle sehr lang und auch auf die linke Seite. Ja. So, und dann kommt die Stromquelle erstmal an diesem Knoten hier an, und an dem Knoten kann sich der Strom aufteilen, er kann über R2 fließen, er kann über R1 fließen. Wenn er über R1 fließt, kommt er schon wieder unten an der Quelle an. Also ich mache mal hier oben so eine Verzweigung, und von der Verzweigung kann der Strom über R1 fließen. Und wenn der Strom über R1 fließt, dann kommt er unten schon wieder an der Quelle an. Ich zeichne das mal hier trotzdem nur so ein bisschen so zur Mitte. So. Okay, also das ist R1, das ist immer noch die Quelle IQ. So, jetzt kann der Strom nicht nur über R1 fließen, sondern auch über R2, und danach gibt es eine weitere Aufteilung.
Ja, und dann geht es über R3 zurück zur Quelle und es geht aber auch weiter über R4. Also male ich mal hin, hier ist, käme jetzt hier der Widerstand R2. Dann kann sich das wieder aufteilen. Dann geht es über R3 zurück zur Quelle. Das mache ich mal auch hier auf den Knoten hin. Das ist R3 und das wäre der Widerstand R2. Und jetzt sind wir praktisch an diesem Knoten hier angekommen. Ja? Und jetzt geht es immer so weiter. Also es kann über R4, es geht erstmal über R4 und über R5 zurück zur Quelle oder weiter über R6. Also spaltet sich das hier auf R4, dann, oder es kommt der Widerstand R4, dann gibt es eine Stromverzweigung, dann geht es über den Widerstand R5 zurück zur Quelle oder eben weiter über den Widerstand R6. Dann sind wir hier angekommen, an der Stelle geht es über R7 zurück zur Quelle oder noch über R8 und R9. Die muss ich jetzt ein bisschen kleiner einzeichnen. Also das war der Widerstand R6, dann folgt R7 und wir kommen zurück zur Quelle oder R8 und R9. Und wir kommen auch zurück zur Quelle. Dann ergänze ich hier einfach noch ein paar Lötpunkte. So, und dann ist das genau die gleiche Schaltung. Bloß, dass man jetzt vielleicht ein bisschen besser sieht als in der Schaltung, welche Widerstände zu wem in Reihe und welche zu welchem parallel sind. So, und den Strom, den wir jetzt haben wollen, ja, den da oben, den wir brauchen, das ist der Strom hier an der Stelle. Das ist der Strom I89, der durch die Widerstände R8 und R9 fließt. So, und den können wir jetzt als Teilstrom mit einer Stromteilerregel natürlich ausrechnen aus dem nächsten Gesamtstrom hier. Ja, den nenne ich mal I6. So, und dann könnte man mit der nächsten Stromteilerregel den Strom aus dem Strom ausrechnen. Und dann könnte man mit der nächsten Stromteilerregel den Strom aus dem Strom ausrechnen. Und mit der letzten Stromteilerregel können wir das hier aus dem Strom IQ hier ausrechnen. So, und das machen wir jetzt so stückchenweise. Also nehme ich mal verschiedene Farben und wir fangen mal jetzt hier mit dem Strom hier an und schreiben ganz viele Stromteilerregeln auf. Und zwar, wie kann ich mit einer Stromteilerregel dann den Strom I89 ausrechnen? Sag mal. Also 6 mal R89 durch R89 plus R7. Ja, oder wie war das? Genau. So, jetzt ist natürlich so eine Sache, jetzt muss man eben Stromteilerregel irgendwie im Kopf haben. Ja? So. Das, was du jetzt gerade gesagt hast, war eher Spannungsteilerregel. So, habt ihr eine Idee? Oder es kann auch gerne was in den Chat geschrieben werden, den sehe ich auch. Also, wie würdet ihr eine Stromteilerregel aufschreiben? Man kann es natürlich auch googeln, wie ich immer sage, man kann ChatGPT fragen, man kann ins Skript, ins Buch, ins Heft gucken. Und ja, man könnte sich ganz zur Not auch nochmal eine Stromteilerregel herleiten. Ah, ach so, aber jetzt. Die Leitwerte. Ja, genau. Also wir können das mit den Leitwerten hinschreiben, dann funktioniert es ziemlich genauso wie bei der Spannungsteilerregel und ja, müssen wir aber trotzdem so ein bisschen aufpassen, weil wenn ich zwei Widerstände in Reihe habe, dann addiere ich ja nicht die Leitwerte. Ja, also deswegen, wir machen vielleicht mal doch nochmal so einen kleinen Exkurs, so die 1001 Wege, eine Stromteilerregel hinzuschreiben. Also ich male mal nochmal diese Schaltung.
meine, dadurch, dass jetzt auch ja nicht sofort aus der Pistole geschossen kam, wie die Stromteilregel geht, kann das meines Erachtens nicht schaden, noch mal kurz darüber nachzudenken. So, also, wenn sie Strom aufteilen soll, brauchen wir zwei Widerstände, die nennen wir R1 und R2. Durch die fließt jeweils ein Strom I1 und I2. Und über den fällt die gleiche Spannung ab, nämlich U. Und dann fließt hier oben Gesamtstrom I rein und unten Gesamtstrom I raus. So, und jetzt wollen wir ja sowas haben wie I1 durch I. Teilstrom durch Gesamtstrom. Ja, weil dann könnten wir den Gesamtstrom auf die andere Seite rüberholen, so wie hier. Also ich könnte ja hier auch hinschreiben I8,9 als Teilstrom durch I6 und dann multipliziere ich das I6 rüber und dann habe ich das I6 auf der anderen Seite. Ja, und mache das da weg. So, also wir wollen sowas in der Art aufschreiben. Das ist ein Stromteiler. So, und jetzt ist im Prinzip die Sache, wie kann ich den Strom I1 ausrechnen? Genau, U durch R1, schreibe ich mal so hin, U durch R1. So, genau, und hier kann ich im Prinzip hinschreiben, das ist U durch den Gesamtwiderstand. Und der Gesamtwiderstand ist in dem Fall R1 parallel R2. Also der Gesamtwiderstand der Parallelschaltung. Richtig? Ist R1 parallel R2. So, und dann ist schon mal gut, weil dann kann ich hier das U wegkürzen, ist das U weg. Dann habe ich nur noch Widerstände da. So, und jetzt muss man hier aufpassen, dass man da mit dem Doppelbruch und so nichts durcheinander bringt. Also ich schreibe mal hier oben hin 1 durch R1, richtig? So. Und jetzt ist die Frage, wie kann ich diese Parallelschaltung ausrechnen? 1 durch R1 plus 1 durch R2. Genau. Und das ist dann aber 1 durch den Gesamtwiderstand. Ja? Und hier steht ja auch immer noch 1 durch den Gesamtwiderstand. Also hier unten kann ich, wie du richtig sagst, draus machen 1 durch R1 plus 1 durch R2. So. Und das wäre jetzt eine Variante, diese Stromteilerregel aufzuschreiben, zu sagen, der Teilstrom durch den Gesamtstrom ist 1 durch den Widerstand, wo der Strom durchfließt und dann halt die Summe 1 durch den einen Widerstand, 1 durch den anderen Widerstand. So, und jetzt, was kann ich statt 1 durch R auch schreiben? G, genau. Ja, wenn man diese Doppelbrüche nicht haben will, schreibe ich das mit G, mit den Leitwerten. Und dann wird daraus eben G1 geteilt durch G1 plus G2. Und dann sieht das genau aus wie eine Spannungsteilerregel. Ja, wenn wir eine Spannungsteilerregel hätten, würde hier stehen, Teilspannung durch Gesamtspannung ist Teilwiderstand durch Gesamtwiderstand. Und für Ströme ist es eben Teilstrom durch Gesamtstrom ist Teilleitwert durch Gesamtleitwert. Dieser Parallelschaltung. So, naja, also das ist irgendwie nett. Jetzt ist aber das Problem, naja, das hier sind ja zwei Widerstände in Reihe. Ja, und also wenn wir das jetzt hier so gleich transferieren, dann würde ich eben hinschreiben, naja, G1 ist eben der Leitwert, wo das durchfließt. Ja, und der Leitwert ist das Reziproke vom Widerstand. Und als Widerstand haben wir jetzt die Reihenschaltung von den beiden. Also ich müsste hier eigentlich hinschreiben, oder was heißt, ich muss hier hinschreiben, 1 durch R8 plus R9. Ja, die stehen beide unter dem Bruchstrich. Und hier unten müsste ich eben hinschreiben, 1 durch R7, schreibe ich auch mal mit einem schrägen Bruchstrich, 1 durch R7 plus 1 durch R8 plus R9 ebenso. So, und dann sieht man, so richtig toll ist das an der Stelle nicht, weil, also erstmal haben wir, ne, also man könnte das jetzt mit diesen Leitwerten machen, ja, oder ich könnte das auch noch mal kurz mit den Leitwerten hinschreiben, I6 mal, so wie wir es jetzt gesagt haben, ne? Also dieser gemeinsame Leitwert von G8,9 und dann G7 plus G8,9. Aber hinter G8,9 verbirgt sich eben, ich muss erstmal die Reihenschaltung ausrechnen von den Widerständen, 1 durch das rechnen und am Ende, also ja, kann man machen, aber ist bestimmt nicht die schöne, schlankeste
smarteste, naheliegendste Art und Weise, jetzt hier Stromteilerregel aufzuschreiben. So, gibt es noch eine andere Idee? Jetzt, ja, also, ja, oder, also, das irgendwie hübscher noch zu machen. Das könnte man natürlich auch machen, das, genau. Also, man kann einfach Werte einsetzen. Wir könnten jetzt einfach Werte einsetzen. So, das ist auf jeden Fall eine Idee. So, gibt es noch andere Stromteilerregel-Ideen? Also, hat schon mal jemand eine Stromteilerregel in einer anderen Art und Weise gesehen? Hat überhaupt schon mal jemand eine Stromteilerregel gesehen? Also wenn man, ne, das mit den Leitwerten hier ist ja nett, aber wir haben keine Leitwerte gegeben. Wir müssen jetzt erstmal Leitwerte ausrechnen. So, wenn man jetzt mal irgendwie mit den Widerständen hier weitermachen will, was stört denn an dieser Widerstandsformel? Was macht diese Widerstandsformel jetzt hier so unattraktiv? Die Doppelbrüche. So, wie kriegen wir die Doppelbrüche weg? Genau, einfach oben mit R1 und R2 erweitern. Also ich rechne hier mal R1 mal R2 und hier unten auch mal R1 mal R2. Und das Ergebnis schreibe ich mal, schreibe ich hier drunter, dann erkennt man, dass das dazugehört. Also wenn ich hier oben mit R1 und R2 erweitere, was passiert? Genau, R1 kürzt sich weg, es bleibt R2 über. So, und wenn ich jetzt hier unten noch, ich mache das mal so in Klammern und erweitere ja auch virtuell mit R1 und R2, ja. So, was passiert hier? Hier kürze ich auch das R1 weg, es bleibt ein R2 über. Hier hinten kürze ich das R2 weg, es bleibt ein R1 über. Und jetzt drehe ich die Reihenfolge um, dann steht da R1 plus R2. Und das sieht als Stromteilerregel auch ganz nett aus. Und das kann man eben so interpretieren mit: der Teilstrom durch den ersten Widerstand, geteilt durch den Gesamtstrom, ergibt sich aus dem Widerstand des anderen Zweiges, da wo der Strom nicht durchfließt, geteilt durch den Gesamtwiderstand. Aber jetzt nicht Gesamtwiderstand im Sinne von der Parallelschaltung, sondern Gesamtwiderstand im Sinne dieses Maschenumlaufes. So. Und wenn wir jetzt mal das auf hier anwenden und applizieren, ja, dann kommt da auch eine ganz nette Formel raus. Dann kommt da eben raus, also I6 haben wir immer noch. So, der Widerstand, wo der Strom nicht durchfließt, ist R9. Nee. R7, ja. So, ist R7 und der Gesamtwiderstand im Sinne des Maschenumlaufes hier. Das ist jetzt ganz einfach, R7 plus R8 plus R9. So. Und das ist im Prinzip jetzt ganz nett, weil da haben wir einfach Werte, die wir da einsetzen können. Ja? Und dann müssen wir nicht 1 durch und irgendwie schon mal vorher plus rechnen und sowas. Also das ist bestimmt jetzt für die Sache hier eine schlaue Art und Weise, diese Stromteilerregel aufzuschreiben. So, ich habe ja vorhin gesagt, irgendwie 1000 Art und Weisen, eine Stromteilerregel aufzuschreiben. Also, wenn ich jetzt mal mir das hier vorne anschaue, nochmal, hier haben wir die Spannung weggekürzt. Ja, und dann stand hier sowas wie 1 durch R1 und hier bleibt auch eine 1 über 1 durch R1 parallel R2. Und jetzt habe ich wieder so einen Doppelbruch. Aber wie kann ich den vereinfachen hier? Genau, also ich kann das, was im Nenner ist, einfach nach oben schreiben und das, was im Nenner im Zähler ist und so im Zähler im Nenner nach unten schreiben. Also aus dem, was hier steht, kann ich einfach machen R1 parallel R2 geteilt durch R1. Und das ist auch eine vollkommen valide Art und Weise und manchmal auch eine sehr praktische Art und Weise, die Stromteilerregel aufzuschreiben. Weil hier steht jetzt sowas wie: der Teilstrom durch den Gesamtstrom ergibt sich aus dem Gesamtwiderstand, aber Gesamtwiderstand tatsächlich im Sinne der Parallelschaltung, geteilt durch den Widerstand, der vom Strom durchflossen wird. Ja, und also das in Anführungszeichen Blöde an dieser Formel ist, hier muss man diese Parallelschaltung ausrechnen. Ja, und Parallelschaltung ausrechnen ist ja jetzt auch nicht so einfach, weil ich ja, wie rechnet man Parallelschaltung aus?
Genau, also man kann das so mit diesem Bruch machen, ja, also 1 durch R1 plus 1 durch R2 und 1 durch das oder eben sagen, ja, R1 parallel R2 ist das gleiche wie R1 mal R2 geteilt durch R1 plus R2, ja, Produkt durch die Summe. So, und wenn man jetzt mal das nehmen würde und hier einsetzt, dann wird auch relativ schnell offensichtlich, wenn ich das jetzt da einsetze, kürze ich das R1 weg und dann bleibt auch wieder R2 durch R1 plus R2 über, genau das, was hinten steht. Ja, so, das passt natürlich schon irgendwie alles zusammen. So, und also das heißt, wenn man nur zwei Widerstände hat, die in Reihe geschaltet sind, oder naja, hier sind ja irgendwie so die parallel geschaltet, die sind ja irgendwie mehr Widerstände parallel geschaltet, wobei sie zwei in Reihe sind, dann ist diese Art und Weise irgendwie effizienter, ja, haben wir ja gerade hingeschrieben, total praktisch. Die Variante hier ist schöner, wenn man mehr als zwei Widerstände parallel geschaltet hat. Wenn ich so eine Parallelschaltung von, keine Ahnung, 3, 4, 5 Widerständen habe, weil dann kann ich einfach einmal oben diese gesamte Parallelschaltung ausrechnen, eben durch den Widerstand teilen, der vom Strom durchflossen wird. Ja, muss man also. Aber letztendlich ist es vollkommen egal, welche man davon verwendet. Hauptsache man macht es richtig. Ja? Solange man richtig rechnet, kommt auch das Richtige bei raus. So, dann, was man jetzt bei solchen Aufgaben auf jeden Fall immer machen sollte, Werte einsetzen. So, setzen wir Werte ein, stehen hier 4 Ohm. Und hier unten haben wir gesagt, das sind auch 4 Ohm, das sind 2 Ohm und das sind auch 2 Ohm. 4 und 2 und 2 sind 8 und 4 durch 8 sind 1,5. Also hätten wir den Strom I6 mal 1,5. Schreibe ich mal so hin. So, das können wir uns mal merken. Jetzt müssten wir im nächsten Schritt, so wie gesagt, natürlich den Strom I6 ausrechnen. Also brauchen wir eine neue Stromteilerregel, nehme ich mal eine andere Farbe, zum Beispiel gelb, um jetzt den Strom I6 auszurechnen. So, wie machen wir das? Das, was wir gerade ausgerechnet haben. Ne? Also Gesamtstrom mal den Strom, wo der Widerstand nicht durchfließt, geteilt durch den Gesamtwiderstand im Sinne dieses Maschenumlaufes. Und das ist R5 plus R6 plus, naja, und das hier unten nenne ich jetzt mal R678. Das haben wir gerade hier irgendwie schon mal ausgerechnet. R789. So, und das kann ich mal hier irgendwie hinschreiben, also R789 naja, ist R7 parallel zu R89 also R8 plus R9 so, da muss noch eine Klammer ringsrum. Und dann haben wir gesagt, R8 sind 2 Ohm, R9 sind auch 2 Ohm, das sind zusammen 4 Ohm. Und 4 Ohm parallel zu 4 Ohm sind wiederum 2 Ohm. So, also das sind 2 Ohm. Das sind auch 2 Ohm, das sind wieder 4. 4 und 2 macht 8, das hier oben sind 4. 4 durch 8 macht wieder 1,5. Also hier kommt auch wieder raus I4 mal 1,5. Ja, so, jetzt könnten wir im Prinzip aus diesem Strom ausrechnen. Jetzt brauchen wir als nächstes natürlich den Strom nach oben. Den Strom I4. Wir brauchen eine Stromteilerregel, mit der wir den Strom I4 aufschreiben können. Eine Frage für die Klausur, wenn jetzt so ein Fall kommen sollte und man sieht, dass sich das immer wiederholt, muss man das dann auch wirklich bis zum Ende laufen? Naja, also in der Klausuraufgabe würden das jetzt vielleicht nicht 4 Stufen sein, sondern nur 2.
weil das Prinzip wiederholt sich jetzt ja doch irgendwie immer wieder. Ja, und also man kann das dann schon vielleicht in leicht verkürzter Form hinschreiben. Und es ist dann einfach schlau, nochmal einen Satz mit hinzuschreiben im Sinne von, wie man leicht sieht. Nein, also ne, das Schema wiederholt sich jetzt und deshalb die bleibt da auch in den weiteren Stufen kommt da ein Faktor von 1,5 raus. Ja. So, aber wir können das jetzt hier genauso erstmal weiter aufschreiben. Also wenn ich jetzt diesen Strom I4 ausrechnen will, aus dem Gesamtstrom I2 brauche ich wieder den Widerstand im anderen Zweig, das ist der Widerstand R3, und dann geteilt durch den Gesamtwiderstand im Sinne dieses Maschenumlaufes. Und also ich schreibe erstmal hin R3 und dann wird das jetzt hier natürlich so ein bisschen länglich. Ja, also dann haben wir R4 und naja, dann würde ich jetzt im Prinzip diesen ganzen Teil hier zu einem Widerstand zusammenfassen. Also R3 geteilt durch R3 plus R4 plus R5 bis 9. So, und R5 bis 9 können wir uns hier oben hinschreiben. R5 bis 9 wäre, würde sich wie ergeben? Genau, im Prinzip die gleiche Rechnung wie da unten, bloß dass da andere Zahlenwerte stehen. Also wir brauchen jetzt R5 parallel zu R6 und dann in Reihe den wir da unten schon hatten. R6 plus den R7, 8, 9. So, den haben wir vorhin schon gerade ausgerechnet, das waren 2 Ohm. R6 sind auch 2 Ohm, das sind zusammen 4 Ohm. 4 Ohm und 4 Ohm parallel sind wieder 2 Ohm. So, das heißt, wir haben hier 2 Ohm, das sind auch 2 Ohm, das sind 4 Ohm. Das sind zusammen 8 Ohm, 4 Ohm durch 8 Ohm macht wieder 1,5. Also I2 mal 1,5. So, und das heißt, wir könnten jetzt den Strom aus dem Strom ausrechnen. Es fehlt uns noch eine letzte Stromteilerregel, mit der wir diesen Strom aus dem Quellstrom ausrechnen können. I2 ergibt sich aus IQ, der Teilstrom aus dem Gesamtstrom, mal, genau, also wieder Teilstrom ist Gesamtstrom mal der Widerstand, wo der Strom nicht durchfließt, das ist der Widerstand R1, geteilt durch den Gesamtwiderstand im Sinne dieses Maschenumlaufes und das wäre im R1 plus R2 plus dieser ganze Rest, den ich jetzt hier blau umkringele. So, also steht hier R1 geteilt durch R1 plus R2 plus und dann haben wir R3 bis 9. Und der Widerstand R3 bis 9, den kann ich hier hinschreiben und da kann man jetzt eine ganze Menge abschreiben irgendwie, ne? Also das wäre auch wieder R3. Sieht man hier schön parallel zu diesem und dieser Zweig ergibt sich aus einer Reihenschaltung von R4. Plus diesem rot umkringelten Rest, den wir vorhin schon hatten, der hier oben steht, R5 bis 9. So, R5 bis 9 waren 2 Ohm, R4 sind auch 2 Ohm, 2 Ohm und 2 Ohm macht wieder 4 Ohm, 4 Ohm zu 4 Ohm parallel macht wieder 2 Ohm. Und das heißt, wir haben hier 2 Ohm, wieder 2 Ohm, macht 4 Ohm, R1 sind auch 4 Ohm, das heißt, dass hier unten wieder 8 Ohm, 4 Ohm durch 8 Ohm macht wieder 1,5. Also da kommt jetzt raus IQ mal 1,5. So, und das können wir jetzt dann noch hier rückwärtig einsetzen und uns überlegen, okay, IQ ist ja gegeben, das waren die 32 Ampere. Und die muss ich jetzt durch 2 teilen. Ich mache das mal so. Ist gleich 32 Ampere durch 2, das sind eben 16 Ampere. Ja, und dann kann ich die 16 Ampere nehmen und kann die in die vorherige Gleichung einsetzen. Dann steht da 16 Ampere durch 2, das sind dann 8 Ampere.
Und dann kann ich die nehmen und wiederum in die vorherige Gleichung einsetzen. Und 8 durch 2 sind 4 Ampere. Und dann kann man die wiederum nehmen und in die vorherige Gleichung einsetzen. Und die Hälfte von 4 sind 2 Ampere. Ja, und dann gibt uns also jede dieser Stufen, weil die Widerstände so gestrickt sind, 32 kommen hier an, 16 fließen hier lang, 16 fließen hier lang. Ja, dann kommen hier 16 an, 8 fließen hier lang, 8 fließen hier lang. Hier kommen immer noch 8 Ampere an, 4 fließen hier lang, 4 fließen hier oben lang. Hier kommen 4 Ampere an und die teilen sich auf 2 Ampere fließen hier lang, 2 Ampere fließen hier lang. So dass jetzt durch diesen Widerstand hier hinten 2 Ampere fließen. Ja, die 2 Ampere, die wir hier gerade ausgerechnet haben hier an der Stelle, das sind 2 Ampere. Und 2 Ampere mal 2 Ohm ergibt dann für diese Spannung 4 Volt. So, und das ist dann die Spannung, die gesuchte, die an diesem Widerstand hier rauskommt.